Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns an, was der liebe Xur dieses Wochenende dabei hat und ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Wir fangen an. Dämmerbruch Garnison, das ist ein Brustschutz für den Titan und hier kann ich schon sagen, ja, das lohnt sich. Denn mit diesem exotischen Brustschutz bekommt ihr Ausweichmanöver für den Titan in der Luft. Das heißt, wenn man springt, kann man da noch Ausweichmanöver vollführen. Wenn ich weiß, wie das funktioniert, in der Infokarte blende ich sonst ein Video ein, also ein Review, um genau zu sein. Ich spiele mit meinem Titan ausschließlich mit dem Dämmerbruch Garnison im PvP. Was anderes habe ich da eigentlich als Titan fast nicht mehr an. Es ist extrem nützlich, es gewährt dem Titan neue Möglichkeiten, um anzugreifen, um zu verteidigen oder um zu fliehen, weil man da einfach ganz neue Bewegungsfreiheit bekommt als Titan. Von daher eine ganz klare Kaufempfehlung, wer dies nicht kauft, wird es definitiv bereuen. Dann gehen wir weiter zum Archäophagen Symbiont. Er ist gut, mit 4 Schüssen kann man in den Strikes bei einem Bossgegner beispielsweise mehr Schaden machen. Das Problem jetzt mittlerweile ist, dass da scheinbar die Superenergie weniger lange hält, wenn man den Helm anhat. Das scheint eine versteckte Fähigkeit zu sein oder vielleicht steht es auch hier offen. Nein, ich habe es mal getestet, die Fähigkeit von der Golden Gun hält weniger lang, macht es im PvP dann unattraktiv mit dem Symbionten zu spielen, in Strikes hingegen ist es noch sinnvoll. Ein Mussgegenstand ist es mittlerweile nicht mehr, früher war er ein Mussgegenstand, heute ist er ja sicherlich okay, aber man muss ihn nicht unbedingt kaufen. Dann gehen wir weiter zu der Hirsch. Wäre eigentlich ein Helm, der extrem gut ist für den Warlock, ich selber brauche ihn aber extrem selten. In Osiris oder in einem Gefecht oder Bergung ist die Fähigkeit von dem Hirschhelm sicherlich extrem stark. Jetzt ist es bei Osiris aber so, dass man da häufig andere Dinge reinnimmt, insbesondere schnelleres Wiederbeleben und da kommt ein anderer Exo-Gegenstand selten in Frage. Aus diesem Grund, der Hirsch ist sicherlich gut, aber nicht unbedingt ein Mussgegenstand. Die einen oder anderen würden jetzt sagen, doch, ich finde, es ist ein Mussgegenstand. Ich persönlich finde es nicht unbedingt. Ich denke, dann gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Der Hirsch, ich konnte mich damit nie wirklich ganz anfreunden. Dann extrem guter Rat. War in gewissen Abschnitten bei Atheon als MG ganz nützlich. Die Fähigkeit, die drauf ist, macht sehr viel Spaß. Man kann da eigentlich sehr lange rumballern, weil das Magazin teilweise wieder aufgefüllt wird, wenn die Schüsse daneben gehen. Also ein Teil vom Magazin, gewisse Schüsse kehren dann zurück ins Magazin. Aber im Großen und Ganzen nicht unbedingt ein Maschinengewehr, das man braucht. Es macht einfach Spaß und das war's dann auch schon. Dann gehen wir zum Vermächtnisengramm. Hier ganz wichtig, da kommen nur alte Gegenstände raus. Das heißt, hier kriegt ihr keine 9 Gegenstände, nicht Jahr 2, sondern nur Jahr 1. Denn es heißt ja auch Vermächtnisengramm, das heißt das, was gewesen ist, das Vermächtnis und das wäre Jahr 1. Das heißt, wenn ihr hier Engramme kauft, müsst ihr damit rechnen, beziehungsweise es wird so sein, dass ihr nur Jahr 1 Helme rausziehen könnt. Dann gehen wir zum Leerantrieb und zum Tarnantrieb. Hier könnt ihr einen blauen Sparrow zu einem legendären upgraden. Für 23 Münzen ist sehr teuer, aber lohnt sich unter Umständen. Dann schwere Munitionssynthese. In der Infokarte zeige ich, wie man mit schweren Munitionssynthesen hier bei Xur die Fraktionen leveln kann. Ist sehr nützlich, mache ich das öfters, um meine Fraktion ein bisschen zu boosten. Dann 3 der Münzen, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um beispielsweise die Zen-Meteor auf DPS zu farmen, in der Hoffnung, also mit 3 der Münzen in der Hoffnung, dass man die dann bekommt. Oder auch eine sehr gute Möglichkeit, andere Exos zu ergattern, falls man gewisse noch nicht hat. Dann die Klausnadeln, da muss ich nicht viel dazu sagen. Hier können wir einen exotischen Gegenstand, keine Waffe, sondern eine Rüstung, umwürfeln von den Stats, Intellekt, Stärke, Disziplin beispielsweise oder Granatenwurfreichweite, was es halt alles gibt. Da verändert sich gewisses. In der Beschreibung ist sonst ein Video noch verlinkt. Dann noch die Lichtpartikel. Hier können wir 2 seltsame Münzen zahlen, um ein Lichtpartikel zu erhalten. Das lohnt sich definitiv nicht. Davon würde ich persönlich die Finger lassen. Ich fasse nochmal zusammen. Dämmerbruch Garnison unbedingt kaufen.
Symbiontenhelm, ja, es geht. Leider hat es da eine Malusfähigkeit drauf, die früher nicht drauf war. Und aus diesem Grund ist der Helm ein bisschen unattraktiver geworden. Der Hirsch auch nicht unbedingt notwendig zu kaufen. Kann man aber, wenn man genug Münzchen hat und extrem guter Rat, macht Spaß, ist aber auch nicht wahnsinnig sinnvoll. Das heißt, einen Dämmerbruch-Garnison unbedingt kaufen, unter Umständen vielleicht sogar kaufen, wenn man noch keinen Titan hat, aber unbedingt mal Titan machen möchte. Denn ich kann nur sagen, Dämmerbruch-Garnison ist 1A, gibt dem Titan ganz neue Möglichkeiten und im PvE auch ganz neue Möglichkeiten herumzuspringen. In der Infokarte ist eben das Review, guckt es euch an, dann sollte der Dämmerbruch-Garnison euch definitiv überzeugen. So, das war's auch schon von dem Xur oder auch Xur genannt Analysevideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch noch ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.